Ja, herzlich willkommen zur Rubrik Auf ein Wort. Dieses Mal mit unserem Torwarttrainer Jan Neuer. Wie ihr seht, wir geben die Gesprächspartner nicht aus. Und Janni gehört zu denen, die definitiv mit am längsten hier dabei sind in der Regionalliga. War auch schon vorher an der Seite von unter anderem Daniel Jogeleit dabei. Kennt sich also richtig gut aus in der Materie. Aber ich gehe mal davon aus, Jan, so einen Saisonstart hattest du, glaube ich, auch noch nicht so richtig hier im Weiche, oder? Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal so durchwachsen gestartet sind. Es gab irgendwie mal eine Saison, da waren wir nach 5 Spieltagen auch nicht so gerade davor, aber haben uns dann irgendwie wieder rausgezogen. Und ich gehe davon aus, dass wir morgen auch damit anfangen, dreifach zu punkten und uns wieder ja, mit dem, am Schopfe aus dem Dreck zu ziehen. Und es wird schwer, aber da wirst du mich gleich vielleicht was zu fragen. Ja, ich versuche es. Wir beide haben uns auch in der Regionalliga eigentlich die ganze Zeit die Reise zusammen durchlebt. Und woran machst du es fest? Ist der Kader noch nicht zusammengewachsen? Du hast ja nun auch einige Umbrüche hier miterlebt. Wie erklärst du dir diesen Saisonstart? Ja, ist schwer zu sagen. Das ist natürlich auch eine Sache des Selbstvertrauens. Die Niederlage in Neumünster war ganz bitter, hat sehr weh getan. Dann hat Teutonia uns hier überrollt, hat sich aber auch herausgestellt, dass das eine richtig gute Mannschaft ist. Und ja, sah eigentlich ganz gut aus nach den Spielen gegen Holstein und gegen Aalborg. Hatte ich wirklich ein sehr gutes Gefühl. Dann haben wir Kiel ja geschlagen. Dann kam, wie gesagt, das Neumünster-Spiel, was uns runtergezogen hat, ganz klar. Dann die Teutonia-Klatsche und da haben wir uns irgendwie nicht so von erholt. Ich bin der Meinung, dass das Potenzial des Kaders auf jeden Fall mindestens gleichwertig ist zu dem letzten Jahr, wenn nicht sogar besser ist. Und eigentlich gehören wir da nicht hin, wo wir jetzt stehen. Gar keine Frage. Wo gehören wir denn hin? Wir gehören ganz klar unter die ersten 5. Ja. Was soll ich hier lange rumherum reden? Das ist einfach so. Ja. Jetzt kommt mit Hannover 2 eine Mannschaft, die mal hümer hot ist, also über Jahre hinweg gesehen. Wie schätzt du die Mannschaft ein momentan? Ja, ich glaube, wir haben letztes Wochenende in Meppen Federn gelassen, haben, ich meine, 5-2 verloren, haben ein Torverhältnis von 14-14. Das spricht genau dafür, was du eben gesagt hast, mal Hüme hot. Also die schießen viele Tore, kassieren auch viele Tore. Ist eine spielerisch traditionell sehr starke Mannschaft. Jedes Jahr natürlich immer viele Umbrüche, dadurch, dass Spieler den Verein verlassen. Da wird eine ganz, ganz spritzige Mannschaft auf uns zukommen. Die werden topfit sein, die werden uns hier alles abverlangen. Fußballerisch super stark, läuferisch stark. Ja, also da müssen wir morgen alles reinwerfen, um hier die 3 Punkte zu behalten. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, wir haben auch eine ganz ordentliche Bilanz gegen Hannover. Ja. Wie war das Training unter der Woche? Ich sag mal, mit dem 2-2 gegen Oldenburg hätte man unter normalen Umständen wahrscheinlich sehr, sehr gut leben können. Und war für beide Mannschaften sicherlich der eine Punktgewinn. Im Grunde genommen für beide zu wenig. Wie war die Trainingswoche? Also persönlich, wenn du mich fragst, jetzt 2-2, um das nochmal aufzugreifen, fand ich unterm Strich aufgrund des Spielverlaufes in Ordnung. Mhm. Wir hätten das Spiel auch am Ende noch verlieren können. Wir haben es gegen Holstein verloren, ähnlicher Spielverlauf. Die Trainingswoche war ganz gut. Der Trainer hat ein paar interessante Ideen eingebracht, die wir versuchen werden, morgen umzusetzen. Da bin ich sehr gespannt, bin aber auch sehr zuversichtlich. Man muss natürlich sehen, wer morgen zur Verfügung steht. Der eine oder andere ist ein bisschen angeschlagen, einer ist krank, fällt möglicherweise aus. Das werden wir morgen dann alles sehen, wer letztendlich unter den ersten 11 steht. Ja, aber ich bin mit der Trainingswoche soweit zufrieden. Gut, dann hoffen wir mal, dass sich nicht irgendein weiterer Spieler verletzt, dass wir mit einem optimalen Kader auflaufen können, dass der Trainer am Ende die Qual der Wahl hat, ja, und dass wir die ersten 3 Punkte gegen Hannover dann endlich hier behalten. Ich danke dir. Vielen Dank.